Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Und ja, wir sind hier wieder vor unserem orangen Cube, wo wir letztes Mal die Festtreibstoffanlage gebaut haben, damit wir bessere Energieeffizienz erreichen, was natürlich mega, mega cool ist. Wir haben auch unsere schöne Kettensäge und mit der werden wir nochmal ganz schnell ein bisschen Holz holen für unseren Kollegen, weil er freut sich natürlich jedes Mal über ein bisschen mehr Energie. Und der zerstört natürlich auch schön die Wildnis, was uns natürlich sehr erfreut, weil wir wollen da eine Produktion hinstellen und keine Wildnis. Einfach alles weg. Dann sind zwei böse Viecher wieder. Muss ich aufpassen, da hinten ist noch einer. Hier ist relativ viel Wildnis unterwegs noch, aber das wird sich bald ändern. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Wir haben auch letztes Mal angefangen zu forschen, was natürlich mega, mega cool ist. Das neue Forschungssystem verändert sich natürlich im Gegensatz zu früher, also was ich noch kenne, ganz anders. Da hast du es auch noch in der Hütte gemacht, aber ich habe das ja auch vor Ewigkeiten gespielt, das Ganze. So. Wir tun jetzt gerade hier noch ein bisschen aufbauen. Denn es heißt ja nicht, dass wir hier nicht weiter eine Produktion aufstellen wollen. Ich will das ja alles ein bisschen zentralisieren. Und dafür muss ich erstmal Platz schaffen. Und wenn das heißt Wildnis vernichten, bin ich immer dabei. So, come on. Perfekt, gut. Dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was weggebracht. Wahrscheinlich ist das Tomorrow weg. Dieses ganze Buschzeug hier. Schau mal, wie schön das weggeht. Jetzt ist gleich sehr schlauer. Das so schnell aufzunehmen, wenn ich hier so rumlaufe. Aber, es ist auch, wie gesagt, das ist gleich das erste Mal, dass ich wirklich in sowas hier mit einer großen Anlage arbeite. Ja, stimmt, wir haben die ganzen anderen Ressourcen letztes Mal noch gefunden. Heieiei, haben wir viel gemacht letztes Mal. Heieiei. Holz haben wir jetzt noch ein bisschen dabei hier. Schau an. Dann gehen wir jetzt mal kurz zurück und schauen, was wir noch so alles erforschen können, weil wir haben ja bestimmt ein, zwei Sachen, die noch erforschbar sind. Moinsen! Ah ne, warte, du bist nicht der Forscher. Forscher bist du hier. Weil wir haben die Quarz ja noch gefunden. Forschung starten. Können wir jetzt finden. Gut, wir brauchen kostet. The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. Exoskelett. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. Habe ich nicht noch einen Quarz gefunden oder irgendwas? Außer der schon Megafungus. Das sind die Sachen, die ich von den Viechern kriege, genau. Ah, hier. Das Zentarium. So, was kriege ich hier? Da brauche ich 50 von, damit ich das Material kriege. Turbodraht. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability and corrosion resistance. Okay, also jetzt habe ich relativ viel schon gemacht. Wir werden jetzt mal alles in unserem Lager hinzufügen. Und dann später auch mal schauen, dass wir es finden. Mal schauen, ob wir alles noch im Inventar haben. Holy moly. Du kommst auch hier alles rein. Wir tauschen mal wieder den hier mit dem aus. Ja, ich kann damit auch andere Sachen suchen. Also ich sag zum Beispiel, in die Richtung wäre wieder eine Elektroschnecke. Aber, habe ich nicht das andere ausgetauscht? Ich will mit euch heute lieber die Produktion weiterbauen. Denn wir müssen hier mal ein bisschen klar schaffen, dass wir mehr Platz brauchen. Und dafür, habe ich wie viel im Inventar? Du schon wieder! Ich habe dir gesagt, du hast dir nichts mehr verloren. Der Weltraumlift. Ah, stimmt, da war ich auch noch dabei. Habe ich letztes Mal das nicht automatisiert? Ah, ne, ich glaube, ich wollte es dann hier automatisieren. Irgendwas hatte ich vor. Kuschel dich bitte.
Lauf! Ja, hier habe ich noch Schrauben produziert. Schau an. Dann werden wir ihnen aber mal eine neue Produktionsaufgabe geben. Rezept auswählen. Erstmal Draht. Dann noch ein bisschen Hunde dran schmeißen. Dann kann der nicht am Anfang zu arbeiten. Und ich brauche eigentlich nur ein bisschen Beton. Ja, perfekt. Super, das ist genau, was ich brauche. Weil dann können wir jetzt die Produktion schon mal ein bisschen upgraden. Und schauen, dass wir das da auch ein bisschen sortiert machen. Ist ja cool. Ja, rein theoretisch wird man sogar relativ bald im Weltraum Weltraumlift bauen können wahrscheinlich. Ich werde jetzt aber hier mit den... Ah, er ist im Weg. Moinsen, was machst du schon wieder hier? Hey, mein Freund. Hey, bleib hier. Hier ist irgendwo wieder das... Ah, da sind die zwei Bösen unterwegs. Das Böse ist in diesen Wäldern. Und wir werden es vernichten. Wird das die erste Anlage, die wir haben? Perfekt. Ich glaube, da sollte ich die Produktion... auf jeden Fall gut unterkriegen können. Kann ich? Ja. Nice. Das finde ich schon mal wieder schön, dass das so funktioniert, so easy. Fliegt, Ressourcen! Fliegt! So macht es natürlich Fundamentlegen sehr einfach. Ah, da habe ich eins vergessen. Gott damit. Ich habe echt eins vergessen. So. Das heißt, ich glaube, ich tue das noch ein bisschen vertiefen hier. Maximum. So. Je mehr Fläche, desto besser können wir natürlich die Produktion aufbauen. Ah, mir fehlen Eisenblöcke. Bauen wir drin noch ein bisschen auf. Oh oh. Lasst mich raus. Hallo. Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich bloß irgendwie hier. Nee, wie war zerstören? Wie war zerstören? F. Oh Gott sei Dank, ich bin wieder frei. Das ist das Problem mit solchen Anlagen, die ein bisschen hoch werden. Da kann ich nicht mehr drüber springen. Aber ich kann dir gleich das restliche Zeug, was ich gerade geholt habe, abgeben. Gut, 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 gut. Wie läuft's bei dir? 160 schon mal, weil dann kannst du bald mir die Drähte produzieren. Beziehungsweise ich bin beim Überlegen, weil ich glaube, die Kupferanlage steht schon. Yes, die steht schon. Dass ich vielleicht einfach hier direkt noch das anschließe, damit ich schon mal Drähte produzieren kann automatisch. Hallo, Bären, noch ein bisschen. Vorteil ist, dass wir halt natürlich hier direkt an einem See sind. Wir können hier Wasser nachher pumpen. Das macht das Ganze sehr, sehr fein. Ich wollte Platten holen, Stahlplatten. Dabei war ich gerade. Auf dem Weg kann ich noch ein bisschen Beton abholen. Heute wird so ein bisschen gemütlich bauen, denke ich. Also wir werden heute schauen, dass wir die Anlage schon mal so grob hinstellen, dass wir arbeiten können dann damit. Und dann da die ersten Produktionsstätten reinschieben.
Deswegen schnappe ich mir schon mal ein paar Sachen. Und dann schauen wir weiter. Bei sowas wie zum Beispiel das hier können wir draußen großteils lassen, weil ich glaube nicht, dass wir das am Anfang viel drin brauchen. Aber sowas wie zum Beispiel Kupferproduktionen oder Eisen würde ich da gerne reinlegen, weil dann haben wir One Input und einen Output oder sowas am Ende. Das wäre dann schon fein. So. Fundamente. Und gleichzeitig werden wir ein paar Missionen abschließen. Was ist das? Aber ich werde den gleich, den Freund da vorne auslöschen jetzt dann. Und hier eine fundamentale Rampe. Freundchen, ich brauche deine Suppe. Ei. Komm her, du Biest. Versteckst du dich jetzt im Busch? Komm. Meins. Braves Hundi, braves Hundi. Jetzt kann ich erforschen. Was wir hier für Ressourcen noch haben. Eisenerz und nochmal Eisenerz. Bedeutet, wir sind hier sehr gut mit Eisen aufgestellt. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil dann könnte ich rein theoretisch von der Seite Eisen reinfließen lassen. Verarbeitetes, geschmolzenes und so Zeugs. Und hätte damit absolut kein Problem, dass ich sozusagen die andere Anlage fürs Erste abschalten müsste. Sondern ich könnte erstmal die hier nutzen, um die Ressourcen so weit zu verarbeiten, dass wir dann sozusagen die anderen nachabstellen können. Aber fürs Erste sozusagen nicht dadurch benachteiligt werden. Oder ich baue die Fläche bis da vorne aus und kann dann sozusagen da drauf die Schmelzer platzieren, was bestimmt auch geil ist. Okay, ja, das wird trotzdem hier die Production Line bedeutet. Wir bauen jetzt mal hier kurz unsere ersten Fundamentalwände wieder auf. Also bauen jetzt erstmal das ganze Grundzeug wieder auf. Dann wieder Kuh. Das war schon mal falsch. Dich weg hier. Dann nochmal die halben Wände da oben. Ich muss hier auch hier oben überplatzieren. Nein, oh, das war falsch. Oh Gott. Das da rauskriegen wird ja ein Nightmare. Warum kann ich in eine Wand bauen? Zum Glück kann ich das einzeln abreißen. Das ist schon mal positiv. Nein, nicht die großen Wände. Müssen wir ein bisschen vergeben, so schnell bin ich noch nicht mit diesem Spiel.
Aber ich glaube, ich werde relativ schnell wieder hier reinfinden. Also hoffe ich zumindest. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Und ich glaube, Stück für Stück zeigt diese Anlage auf, dass das auch was wird. Ich brauche bloß nachher ein bisschen Deckenlichter, glaube ich. Ansonsten wird es für euch nicht ziemlich dunkel in dieser Anlage drin. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Wir bauen bloß jetzt mal sozusagen auch unseren Rahmen, damit wir wissen, auf wie viel wir uns einstellen müssen, dass wir sozusagen benötigen an Fläche. Oder haben an Fläche. Weil das ist ja trotzdem viel schon. Wenn ich das hier strategisch aufbaue, glaube ich, sind wir auch gut dabei. Bloß wenn ich so die Wand sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich weiß circa, wo ich hin muss. Schon wieder verkackt. Und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und perfekt, gut. Dann wollen wir erstmal die oberen Wände. Hallo? So, okay. So. Ihr glaubt noch nicht, aber das ist mal das Frühste, was ich aufnehme, überhaupt die ganzen Serien für die Woche. Ich glaube, so früh habe ich lange nicht mehr aufgenommen, sonst habe ich immer sehr wenig Zeit übrig gehabt, um die Woche vorzubereiten. Jetzt bin ich die Woche echt gut dran. Also liegt vielleicht auch daran, dass Freitag frei war, weil Feiertag. So. So, jetzt haben wir schon mal die Wände gesetzt. Das ist schon mal positiv. Dann werden wir jetzt gleich noch den restlichen Teil hier produzieren. Warte mal. Und dann beginnen wir unten gleich mit Eisen einfach, würde ich sagen. Kann man eigentlich ein Fundament auf ein Fundament stapeln? Ja, kann ich. Ah, jetzt habe ich das einzeln platziert. Super! Ich glaube, ich übertreibe schon wieder. Rein theoretisch, also nur so aus Interesse. Kann ich, cool. Ich will, dass es auch ordentlich ausschaut. Also wir sollten nicht hier nur Chaos verbreiten, auch wenn das natürlich lustig ist immer. Ein bisschen Ordnung muss ja auch schon mit, ne? Ich wollte sie auch das komplett zu, einfach weil ich es kann. Und weil ich wissen will, wo mein Limit ist. Es wächst durch den Boden durch. Warte, dafür gibt es eine einfache Lösung. Motorsäge, tauschen gegen Scanner. Irgendein Busch nimmt, den ich noch erwische. Einzelmodus? Ah, Gebiet oder Einzel... Oh, schick.
Gut, bedeutet, hier können wir jetzt richtig schön draußen die Schmelze machen fürs Eisen und dann drauf sozusagen hier reinfahren. Vielleicht sollte ich aber das hier nochmal abbauen. Dafür nochmal ein Vierer-Fundament platzieren. Was ist das denn? Platzieren wir zwei Fundamente drunter. So. Und dann hier ein 2 Meter Fundament. Nein, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich das 2 Meter Fundament. So, platzieren wir. Dann kannst du hier so ganz gemütlich raufgehen und auch hier rein. Schöne Sache. Alter. Ich drehe schon komplett mit dem Bauen durch und ich bin erst irgendwie am Start des Spiels. Mai. Du leuchtest gelb, weil du nicht mehr produzieren kannst, oder? Gut, jetzt habe ich 200 drin. 300 besser gesagt. Dann tun wir dich von Rezept auf Kabel ändern. Ich brauche mehr Kabel, ne? Ja, wir wollen jetzt einen Konstrukteur. Wie viel kostet mich ein Konstrukteur nochmal? Production-Konstrukteur. Zwei von den anderen Platten da. Oh. Jump. Nein, nicht den Hampte. Das können wir in Zukunft machen. Aber jetzt gerade nicht, eventuell nicht. Keller-Produktion könnte ich nochmal machen hier. Fein. Versteckte Eisenplatten, super. Kurz mal produzieren. Haben wir die 1 auf Lager. Und dadurch, dass ich jetzt erst das Eisen verlagere, muss ich dann natürlich schauen, dass ich das Kupfer noch ein bisschen rausstrecke. So, und wir machen das jetzt schlau, würde ich es nennen. Wir bauen das hier ab. Wir gehen hier in Logistik, gehen hier in einen Förderband-Splitter. Rotaten den. Und gehen dann hier auf 3. Ist es nicht optimal, aber es funktioniert. Und dann bauen wir jetzt hier unseren Konstrukteur. Und setzen da dran mit 3. 3. Kupfer. Davor setzen wir ein kleines Lager. Aber auch wieder so, dass da dazwischen ein Splitter passt. Logistik. Förderband Splitter. Fehlt ein Kabel. Oh, nicht schon wieder Kabel. Das sieht doch gar nicht so. Gib dir mir mal Kabel. Dankeschön. 80 Stück, das ist schon mal eine gute Zahl. So, cool. Splitty. Auf 3. Anschluss. Anschluss. Und dann brauche ich 2. Damit ich dich hier anschließen kann und dann sagen kann, du machst mir Draht. Dann haben wir jetzt nicht auch Draht automatisiert. Also der Sound könnte auch straight aus Farming Simulator sein, ganz ehrlich. Also wirklich straight out of Farming Simulator. Ich will jetzt aber hier schauen, dass wir das dann hier so nach hinten führen. Damit wir hier wieder noch einen Konstrukteur aufsetzen können. Konstrukteur.
3 schließe ich dich dann. So. Weil so produziere ich mir Draht und gleichzeitig aber auch Kabel. Ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass irgendwas nicht funktioniert. Und das ist der ganze Sinn hinter dieser neuartigen Aufteilung. Jetzt fehlt mir Draht, aber ich habe kein Problem. Ich habe hier 25 drin. 2 und von dir nach hier, von hier nach hier. Wie schaut es mit der Auslastung aus? Oh, minimal gestiegen. Super. Ah, stimmt, du brauchst noch eine Anleitung. Kabel. Super, jetzt sind wir schon mal so automatisiert. Perfekt. Der bleibt trotzdem, weil das ist unser Handmaker. Mit dem können wir per Hand noch Kabel machen und so Zeugs. Aber wir sind ja schon bei 150. Schicke Sache. Wie viel brauche ich nochmal an Nahrung für die nächste Forschung bei den Viechern? Wo waren das? Nährstoffe? Nee, das ist was anderes. Zentrum, was anderes. Eins von den anderen Teilen hier. Okay, da brauche ich sowas. Da brauche ich 5. Dann kriege ich Alien-DNA-Kapseln. Und Biomasse, okay. Amir-Person mit Eisenstacheln. Das ist natürlich irgendwie lustig. Dafür brauche ich dann 5 DNA-Dinger. Expanded Toolbelt. Das ist natürlich auch geil. Also man kriegt ja schon coole Sachen durch die Forschung. Keine feindlichen Lebensformen. Proteininhalator. Wit. Ich kann noch Draht produzieren, rein theoretisch. Ich habe schon wieder so viel im Inventar, dass ich rein theoretisch das weitergeben könnte. Gar nicht schlecht. Aber wir behalten das Kabel mal für uns selber, würde ich sagen. Beziehungsweise wollen wir eigentlich die Mission schaffen, ne? Also eigentlich sollte ich den Draht schon ihm geben, damit er die Mission machen kann. Für uns. Und wir haben es fast geschafft sogar. Also wenn wir jetzt hier hinterlaufen, der hat bestimmt auch schon wieder ein bisschen was gemacht. Nice. 200. Das bedeutet, wir haben die Teilmontage mit Meilenstein jetzt auch abgeschlossen. Wir holen jetzt hier noch ein bisschen Kabel. Einfach damit wir noch was im Inventar haben. Und die 200. Start das Ding durch, Junge. Liefer das Zeug ab. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note: humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Alter, diese Sprüche sind übel. So, der braucht 15 Megawatt und ist so groß. Hat 2 Inputs, 1 Output. Okay. Das ist zum Beispiel dann wahrscheinlich die Sachen, die 2 Sachen brauchen, wie zum Beispiel diese Platings, weil die, glaube ich, kann ich hier zum Beispiel gar nicht machen. Genau. Die kann ich hier gar nicht machen. Ich könnte hier aber zum Beispiel. Warum kann ich denn Energie. Habe ich eine Schnecke in meinem Inventar? Nee, habe ich nicht. Hä, wie kommt denn auf die Idee? Aber vollkommen in Ordnung. Wir sind jetzt ganz gut unterwegs, finde ich. Wenn wir jetzt hier gucken, meiner brauche ich noch einen Bohrer. Habe ich die Bohrer weggeschmissen? Oder habe ich die eingelagert? Ich glaube, ich habe gerade keine mehr. Dann bauen wir schnell 2 mobile Bohrer. Und dann schauen wir, dass wir den Strom hier noch durchziehen. Weil das ist natürlich eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen hier rein theoretisch. Der fliegt auch immer seinen selben Kreis, ne? Der fliegt immer wieder an mir vorbei. Immer wieder und immer wieder. Bauen wir die Node ab.
Dann gehen wir auf Q und auf Miner. Ich platziere dich eher mal so. Und ja, das hat einen Sinn. Wir haben keine Platten mehr. Ich muss mir wieder Eisenplatten holen. Der Sinn ist, dass wir sozusagen so reinlaufen und dann hier neben die andere reinziehen, in ein Zwischenlager und von dort aus in den Splitter gehen können. Du verwunderst dich wahrscheinlich, was das ist. Das ist eine Produktionsanlage. Hey. Hey. Nicht wegrennen. Ich will dich petten. Gut, ein bisschen gepettet. Muss sein. Gut, dann tun wir hier wieder die Pflanzen rein. So. Und vorne dann noch ganz kurz das andere Zeug. Dann holen wir unsere Platten. Und dann sollten wir ready sein, um nächstes Mal diese Production herzurichten. Oder das Lager ist voll und ich kann das nicht machen. Ich kann doch ganz kurz hier vorbei, bitte. Lass mal kurz hier hinten, weil ich habe hier noch irgendwie Pflanzen gerade aufgesammelt. Gut. Ja, wir sind jetzt gleich hier ziemlich voll. Holy shit. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir haben in der Folge wieder relativ viel geschafft. Zwar wenig produktionstechnisch, aber wir haben ein bisschen geforscht wieder und wir haben die Anlage schon mal circa aufgebaut, damit wir die Eisenproduktion in die Anlage verlegen können. Ich bin extrem gespannt, wie gut das funktioniert oder beziehungsweise wie ich mich hier anstelle mit der Produktion hier drin. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Oder kontrolliert mal, ob euer Abo noch da ist. YouTube löscht es ja zwischendurch wohl gerne. Drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Also, bis dann. Ciao.